seit 2007 und damit seit 13 Jahren schon bei den Rhein-Neckar-Löwen. Patrick Kotzki, wie lange darf man Sie denn noch im Trikot der Rhein-Neckar-Löwen sehen? Der Vertrag läuft ja im Sommer 2020 aus, ne? Ja, der läuft aus. Wir sind seit mehreren Wochen schon in Gesprächen. Sieht, glaube ich, ganz gut aus, dass es auch die nächsten Jahre noch so sein wird, dass ich das Löwentrikot trage. Das heißt, auf was wird das jetzt noch ankommen? Ja, es sind so ein paar Kleinigkeiten, die noch zu klären sind. Keine großen Sachen. Deshalb sind wir, glaube ich, beide Seiten sind sehr zuversichtlich, dass es klappen wird. Am Wochenende hat es weniger geklappt gegen die Füchse, ganz unglücklich verloren. Ja, war das denn schon das vorzeitige Aus im Kampf um die Meisterschaft? Ja, ist immer schwierig zu sagen, aber ich glaube, mit 8 Minuspunkten wird schon sehr, sehr schwierig. Da darf man sich nicht mehr viel erlauben. Ich glaube, auch so wie der THW Kiel im Moment spielt, sind die wirklich hier in einer sehr guten Form. Und ich bezweifle sogar fast, dass die in der ganzen Saison 8 Punkte abgeben werden. Und deshalb ist es schwierig, das jetzt schon zu sagen. Aber es sieht sicher nicht sehr gut aus. Und wichtiger wird jetzt für uns sein, dass wir uns auf uns konzentrieren. Was ist denn noch ein realistisches Ziel für diese Saison? Ja, ist ganz viel drin. Wir sind noch in 2 Wettbewerben noch weiter vertreten, im EHF Cup und im DHB-Pokal. Und ich glaube, in der Meisterschaft ist der 2. Platz immer noch drin. Klar, ist immer noch früh in der Saison, um vielleicht das schon auch alles abzuschreiben, die Meisterschaft. Aber muss jetzt auch erstmal wieder zu unserer Form finden, wieder gute Spiele machen, auch ein paar in Folge. Und diese Leistung, die wir in den ganzen Spielen nur phasenweise gezeigt haben, dann auch mal über komplette Spielzeit abliefern. Und das wird das Entscheidende jetzt in den nächsten Spielen sein. Am Donnerstag jetzt gegen den THW Kiel, wahrscheinlich eines der wichtigsten Spiele in dieser Saison oder vielleicht wahrscheinlich gegen den schwersten Gegner. Auf was wird es denn ankommen? Ja, da muss ganz viel passen. Wir müssen wieder eine gute Abwehr hinstellen. Ich finde, das hat die letzten beiden Spiele schon sehr gut ausgesehen. Hatten wir in Hannover und jetzt in Berlin eigentlich eine gute Abwehr mit jeweils einem guten Torhüter dahinter. Das ist das Fundament, auf das wir aufbauen müssen, aber wir müssen sicher eine deutlich bessere Angriffsleistung haben. Und ich glaube, der THW Kiel ist im Moment die, ja, wenn man so sagen kann, die heißeste Mannschaft im deutschen Handball. Die haben richtig starke Spiele in der Champions League abgeliefert, präsentieren sich sehr stabil über die ganze Saison schon hinweg und deshalb muss dann schon nochmal ein Tick oder ein deutliches Stück im Vergleich zu den letzten Spielen mehr kommen. Patrick Kotzki, vielen Dank.